Ja, ihr Lieben, ich ziehe schon meine Jacke hoch, weil es ist angekündigt, dass Schneesturm auf Europa kommt. Also auf Europa, das klingt zu komisch. Nein, Blizzards, Schneestürme, Schneechaos, das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen passieren. Wir haben jetzt noch, wie ihr seht, frühlinghaftes Wetter in Hamburg. So zwischen 5 und 10 Grad ist es jetzt noch. Aber bei einem Blizzard müsst ihr zusehen, dass ihr ins Haus kommt oder rein ins Warme auf jeden Fall. Nicht im Auto irgendwo hocken auf der Autobahn. Wenn euch da ein Blizzard erwischt und ihr habt keine Standheizung, dann seid ihr wirklich am Arsch. Weil der Blizzard geht in Sekundenschnelle. Wie in Kanada schon passiert oder Amerika, auf unter minus 30 Grad. Das heißt, da frieren schon manche fest mit den Füßen. Ihr kennt sicherlich die Videos, wo eine so Wasser streut in Kanada, das in der Luft festfriert. Ja, das ist dann so eine Spirale oder irgendwie so ein Kunstwerk, was die da macht. In der Luft gefriert das Wasser schon. Also wenn der Blizzard kommt, dann hütet euch davor und geht ins Warme, geht ins Haus. Es wird Schnee kommen, es wird in Norwegen über 2 Meter erwartet oder ist jetzt schon in Norwegen über 2 Meter. Auf jeden Fall kommt sehr viel Schnee nochmal jetzt im Februar, März.